Das hammerharte Heimwerker-Duell. Zwei Paare rocken ihre Power-Projekte in nur 36 Stunden. Auf geht's! Rock'n'Roll! Schon Tote? Nee, noch nicht. Stümpern, streiten, stöhnen. Und die Konkurrenz schaut zu. Frühstück. Frühstückszeit. Sei mir kein Klotz am Bein. Mach. Da bleibt keine Stirn trocken. Aber schneid mir nicht den Fuß rein, mein Freund. Ja, ja. Soll ich dir sagen? Das passt nicht. Und kein Pfusch unentdeckt. Scheiße! Mann! Das war ein Satz mit X. Punkte gibt's am Ende jeder Sendung. Von mir. Gut gemacht. Dankeschön. Gut gemacht. Dankeschön. Es zählen Teamarbeit, das Abarbeiten der Checkliste und handwerkliches Geschick. Nur die Gewinner heimsen 1000 Euro Siegesprämie ein. Jetzt wird wieder gebaut bei Schrauben, Sägen, Siegen. Im baden-württembergischen Waghäusel wohnt ein ganz besonderes und powervolles Paar. Oh, Fertighaus und Audi TT. Ich bin gespannt. Hey, 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 guten Morgen, alles gut, hä? Also, hier in der Pussy Mansion, wir sagen herzlich willkommen. Und wir führen euch mal durchs Haus. Geil, wir drehen bei Guns N' Roses, yeah! Nein, bei den Pussy Sisters. Okay, wie eine krasse Rockerhöhle sieht das hier nicht unbedingt aus. Alex und Chris, das müsst ihr mal erklären. Also hier in dem Haus leben natürlich meine Frau, mein kleiner Sohn Jack, mein Hund Don und meine Salz. Und Alex, der ist natürlich manchmal auch da. Er hat zwar auch eine eigene Wohnung mit seiner Frau, aber wir sind uns so eng. Also ein bisschen Brüder, falls es jemand interessiert. Wir haben keine Ehringe zu zwei. Und? Was fällt der Konkurrenz als erstes auf? Sind das Franken? In Bayern sind sie jedenfalls. Ich meine, dass das Nordbayern sein muss, vom Singsang her. Rheinhessen. In Hessen glaube ich eher nicht. Hier wurden früher immer Partys gefeiert, also vor den Frauen. Okay, aber vor den Frauen hat es ein bisschen auch anders ausgehen, oder? Waren vielleicht. Da war jetzt nicht so eine Kette, nicht so ein rosanes Teil da von meiner Frau, aber da waren die Whisky. Da sind noch ein paar CDs von mir. Weil Musik eigentlich, CDs, Stereoanlage gehört eigentlich zu jeder Rock'n'Roll-Band dazu. Ist ja unsere Leidenschaft oder unser Beruf. Berufsmusiker? Die richtig harten Sachen sind weggekommen, aber jetzt steht mehr der Eros Ramazzotti in der Ecke. Geil, was haben die denn für einen Akku drin, die zwei? Und hoffentlich hält das auch noch bis zum Ende der Baumaßnahme. Och, ich würde ganz gerne mal mit dem Bier trinken, glaube ich. Ja, wäre schon mal nicht schlecht, glaube ich. Man hätte, glaube ich, viel Spaß. Ja. So, jetzt sind wir hier in unserer Terrasse. Die haben wir auch selber gebaut damals. Also da haben wir wirklich die komplette Unterkonstruktion alles gebaut. Die ist ja nicht gerade klein mit Treppenstufen und so da vorne. Das war Arbeit. Und die Brücke da über den Teich, da ist die alte eingekracht. Warum? Warum? Keine Ahnung. Und die haben wir gebaut, ein bisschen krumm, muss man sagen, aber ich denke, sie funktioniert. Und das Hauptding war eigentlich, was wir gebaut haben, Ach so. War damals, da hat der Chris eigentlich einen Pool gewollt oder hat einer bekommen. Weil normal braucht er jeden Sommer. Einen Pool. Ein kleines Planschbecken, den haben wir nicht ganz rund hinbekommen. Ich glaube, da hatten wir doch ein paar Bier zu viel, muss ich sagen. Aber es erfüllt seinen Zweck. Aber es geht besser. Ich will mal mit denen feiern, aber ohne euch. Geiler Garten. Und was habt ihr heute vor? Also heute haben wir auf jeden Fall vor, dass wir heute unseren Proberaum mal richtig auf Vordermann bringen. Eine Bar bauen, ein Schlagzeugpodest und einfach mal die Band wieder motivieren. Geil! Da freue ich mich drauf. Einen coolen Proberaum und dann Rock'n'Roll. Alex und Chris wollen ihren Gegnern mit ihrem neuen Proberaum die volle Dröhnung geben. In Niedersachsen haben Astrid und Wolfgang das Werkzeug schon im Anschlag. Morgen! Guten Morgen! Oh, moin! So, hier sehen wir unsere Stube. Genau. Alles selbst renoviert? Alles selbst renoviert, genau. Decke, Wand, den Boden verlegt. Das Haus ist so circa 100, 120 Jahre alt. Genau wissen wir das nicht, weil wir keinerlei Unterlagen haben. Also das war eine Zwangsversteigerung und die alten Unterlagen, Baujahr etc., ist nicht mehr rausfindbar. Also es wird geschätzt so auf 1910, 1920. Das sind bestimmt massive Wände, dicke Wände, alter Putz, oh Gott. Wenn du den alten Putz runternimmst, dann staubt's, weil es Lehmputz ist und wo. Wie habt ihr euch kennengelernt?
Ganz klassisch übers Internet. Genau. Das, was man so heute so macht. Ne? Also der Witz war, wir haben 800 Meter Luftlinie auseinander gewohnt und kannten uns halt nicht. Und so lernt man sich dann halt übers Internet kennen. Okay. Wir haben hier uns kennengelernt, Chris. Du bist irgendwann angeschossen, komm mal, du. Nach 5 Jahren Innenausbau wagen sich die beiden nach draußen an ihr angeschlagenes Sorgenkind. Ja, und hier stehen wir jetzt vor dem Projekt. Unserem alten Holzschuppen, den wir schon so ein bisschen abgestempelt haben oder abgestellt haben, weil der halt einsturzgefährdet ist. Und wir uns gedacht haben, ja, da machen wir jetzt mal eine nette Terrasse draus. Wir haben ein bisschen Vorarbeit gemacht, weil wir es sonst von der Zeit her nicht geschafft hätten. Warte mal, die haben vorgearbeitet oder was? So ein bisschen aufgefüllt, die Unterkonstruktion für die WBC-Dielen hergerichtet. Das gibt wieder einen Punkt Abzug bei uns im Hüftchen. Da hätten wir ja auch besser abgeschnitten. Du. Ah ja. Und die Pfostenträger schon eingelassen, weil die müssen ja aushärten, der Beton. Also diese Art von Vorbereitung ist nur dann okay, wenn es denn hinten raus knapp mit der Zeit wird. Ich habe aber ein Auge darauf, im Vergleich zu den anderen. Im Vergleich zu den anderen ist Team Twistringen schon mal schön durchstrukturiert. Hoffentlich geht der präzise Plan auch auf. Also jetzt haben wir das Gegenteil zu den Rockern. Das sind jetzt die Schlagerstars, würde ich sagen. Sieht man allein schon an der genauen Vorbereitung, die ich jedem empfehle. Und diese Vorbereitung, die ihr da seht, mit den ganzen Stunden, immer 10-20% obendrauf. Dann könnte es passen. Astrid und Wolfgang wollen ihren alten Schuppen nagelneu in Schale werfen und damit ihre Gegner alt aussehen lassen. Wir sind die Maßen und wir rocken das. In Waghäusel. So, ihr Lieben, hier sind wir jetzt schön abgelegen im Pussy-Proberaum. Der ist unten. Hier kann man schön laut sein als Band, kann man es krachen lassen. Alex, ich habe Proviant dabei. Das Wichtigste, in einer guten Baustelle muss natürlich auch eins gezischt werden. Jungs, arbeiten okay, aber kein Alkohol. Haha. Da lachen sie sich wahrscheinlich kaputt, wenn ich das sage. So, jetzt gehen wir mal in die heiligen Hallen von Pussy Sister. Also, das hier, unser Pussy-Proberaum. Das muss natürlich alles neu gemacht werden. Ja, nachvollziehbar. Bandraum, okay. Okay. Da kann ich mich überhaupt nicht mit aus. Nee, ich auch nicht so gut. Wir spielen beide kein Instrument oder also haben irgendwelche musikalischen Fähigkeiten, von daher. Wir wollen als erstes die Wände streichen. Das heißt, wir haben 4 Wände. 2 in Grasgrün und 2 in Pink. Also Pussy Sister passt, ja, da passt nicht schwarz. Wir sind immer mit Pink, unsere Band ist Pink-Fan einfach. Also genau. Das Wichtigste, erst einmal Wände streichen. Dann muss man da Boden rein. Genau, also der Boden sieht natürlich auch aus wie... Es ist zu viel Bier auf diesen Boden gekommen, von daher neuer Teppichboden, ne, rein. Genau. Ich rieche förmlich, wie der Teppich stinkt. Boah. Dann die Decke. Sieht natürlich auch irgendwie, eine Holzdecke passt nicht. Wir haben uns da ein kleines Gimmick überlegt. Früher haben wir so eine silberne Decke gehabt. Jetzt machen wir einfach so Silberstreifen noch ein paar drauf, dass es ein bisschen in unserer Lieblingszeit, in der Disco-Zeit, in der 70er Jahre ein bisschen erinnert. Und 70er, 80er, ja, ich habe davon gehört. Muss wohl gut gewesen sein. Und wehe, ich kriege einen Kommentar von einem, der dabei war mit mir. So, das wäre jetzt mal das Erste. Dann kommen wir ins Grobe, sage ich mal. Hier wird auf jeden Fall ein Schlagzeugpodest hinkommen. Schlagzeuger sitzen immer gern höher. Ja, aber Schlagzeuger haben immer das Problem, sie haben Angst, dass sie nicht gesehen werden vom Publikum. Darum haben die auch diese Schlagzeugpodeste. Ja, aber wer schleppt die Mädels ab? Der Schlagzeuger. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Ich meine, wir sind eine Band, die gern feiert. Genau. Unsere Bar. Also. Und die kommt. Die Bar kommt natürlich dann hier hin mit Barhockern. Und da oben so ein kleines Bardach mit einer Beleuchtung und einem Regal beleuchtet. Einfach, wo man ein bisschen während der Probe das Management stehen kann und sein Bier trinken. Genau. Vor dem Üben, während des Übens, nach dem Übens, dann gibt's halt ein Bierchen. Wir sind heiß und wir rocken das Ding. Also. Wir sind halt fleißig, also das ist unser Ding, wir sind fleißig. Es wird auf jeden Fall anders aussehen als jetzt. Marc, was erwartest du? Das gibt, glaube ich, eine feucht-fröhliche Geschichte. Bandbude gegen Chill-Out-Schuppen. Wer rockt sein Projekt in 36 Stunden? Der Countdown läuft. Auf geht's! Also, Rock'n'Roll! Also wir fangen jetzt so an, okay? Ich fange jetzt schon mal an auszuräumen. Okay. Und du brauchst erst mal auf einer guten Baustelle, gell? Was braucht man natürlich?
Ein Pivo, ein Bier. Ein schönes, kaltes Bier. Du gehst fast Bier holen mit der Gläser und ich fange an, mal auszuräumen. Aber du arbeitest jetzt doppelt so schnell. Ich arbeite doppelt so schnell. Also, okay, dann geht's los. Auf, komm. Wenn die das schaffen, da fress ich im Besen. Hey, so, Brüderchen, ja, du weißt schon. Ich hab gedacht. Bevor mir was arbeite, müssen wir erstmal. Wie vor auf der Bühne, also. Und das gleich morgens. Wie früh am Morgens, okay. Alles gut. Hast du schon was gegessen? Nee, bisher noch nicht. Okay, Frühstück. Frühstückszeit. Darf ich auch mal was sagen? Marc? Prost. Ich mach das mit Wasser. Alex und Chris wollen ihren angeranzten Proberaum pimpen. Dafür kriegen die Wände wilde Farben und die Decke Disco-Streifen. Das Schlagzeug kommt auf ein Podest. Dann braucht die Band eine Bar mit Dach und Lightshow. Und natürlich Rockstar-Deko. Schauen wir uns mal die Checkliste von Alex und Chris, den zwei Rock'n'Rollern, an. Da muss das Zimmer ausgeräumt werden, die Wände müssen gestrichen werden. Da muss ein neuer Teppichboden rein. Teppichboden? Ja, Schallschutz. Da muss die Decke gestaltet werden. Ein Schlagzeugpodest wird gebaut, eine Bar mit Dach wird gebaut und LEDs. Und dieses Mal wird es wahrscheinlich nicht so doll werden mit Deko. 7 Punkte, das steht und fällt mit der Leistungsbereitschaft der zwei Musiker. Da bin ich gespannt, ob die das schaffen. Am Ende entscheidet wahrscheinlich der Bierkonsum. Im niedersächsischen Twistringen wollen Astrid und Wolfgang ihren alten Schuppen niedermähen. Unter ein nagelneues Dach bauen sie eine Terrasse mit Palettenmöbel. Hinter einer halben Trennwand mit Tür soll später das Feuerholz verschwinden. Für all das haben auch sie nur 36 Stunden. Kommen wir mal zur Checkliste von Astrid und Wolfgang, die ja schon etwas vorbereitet haben. Habe ich im Auge. Aber was noch zu schaffen ist, ist, der alte Schub muss abgerissen werden, die Dachkonstruktion wird gebaut, dann wird ein neues Dach gedeckt, dann muss ein Boden verlegt werden, eine Trennwand mit einer Tür wird eingebaut, dann werden Palettenmöbel gebaut und es wird dekoriert. 7 Punkte in der Checkliste. Und schon vorbereitet. Der Punkt bleibt immer im Kopf. Warum schleifst du die Balken ab, Wolfgang? Also schleifen tue ich deswegen, weil ich die groben Stellen weghaben möchte, damit das nachher beim Schleifen bzw. beim Streichen nicht zu sehen sind. Das, bei diesem KVH-Holz gibt es immer Stellen, die so ein bisschen vorstehen. KVH-Holz ist Konstruktionsvollholz, also keine Leimbinder. Die werden dann entsprechend in den Abmessungen geliefert, wie ich sie haben will. Länge, Breite, Höhe. KVH, ja. Hab schon lange nicht mehr gehört, dass es einer sagt. Und die wollte ich dann mal eben kurz wegschleifen oder anschleifen, damit die Farbe auch ein bisschen besser sitzt. Und? Funktioniert das mit der Farbe? Ah, die zieht aber gut. Dann hat sich die Schleiferei ja schon gelohnt. Soll ich mitstreichen oder soll ich schon mal anfangen, die Schrauben hier oben loszumachen? Das ist deine Entscheidung. Dann mach die Schrauben los. Dann mach die Schrauben los. Dann streiche weiter. Vielleicht findest du ja deine wieder, was, die locker war. Meine was? Vielleicht findest du ja deine Schraube wieder, die locker war. Hui, ist die Astrid immer so schlagfertig, Wolfgang? Solche Sprüche muss ich mir immer zwischendurch anhören, aber das sind liebgemeinte Sprüche. Necken gehört dazu. Das muss sein, sonst wäre es ja langweilig. Vor Langeweile müssen die beiden erstmal keine Angst haben. Irgendwo in den Tiefen des Gartens versteckt Wolfgang die alten Schuppenreste. Und dann? Das ganze Dach, was wir hier jetzt demontieren, wird da hinten gesammelt und wird dann irgendwann weggeschmissen. Also das wollen wir auch gar nicht mehr sehen. Und das ist alles morsch, kaputt. Man sieht es hier unten, ist alles schon zerfressen. Hoffentlich hält das marode Dach den 53-Jährigen noch. Schon Tote? Nee, noch nicht. Also wenn ihr Abbrucharbeiten tätigt, müsst ihr natürlich auch klar im Bilde darüber sein, was ist das für Material, was ich abreiße. Wolfgang lagert auch das Feuerholz im Garten zwischen. Denn der schäbige Schuppen ist bald Geschichte. Ja, die Hütte ist soweit leer. Ich warte jetzt, bis Astrid mit Streichen fertig ist. Dann können wir nämlich gemeinsam die Platten abnehmen und das Holz abschneiden. Was hier teilweise drinnen liegt, schneiden wir ab. Und dann ist das auch soweit abgerissen. Dann haben wir auch dann unsere 2 Punkte, können wir dann abstreichen. Einrichtung zerstören? Die leichteste Übung für Rockmusiker. Als nächstes geht's bei Alex und Chris in Waghäusel an den Wiederaufbau. Aha, hier kommt das Handwerkzeug. Also, du weißt ja. Die Farbe, du. Du weißt ja, bevor wir streichen, müssen wir die Decke abkleben. Jetzt kleben wir schon die Decke ab, du, genau. Der 47-jährige Chris scheint einen guten Gleichgewichtssinn zu haben. Dagegen könnte doch mal irgendjemand was unternehmen.
Alex? Chris, war? Bierchen ist da. Hey! Aber komm, ruhen, aber mit Arbeitssicherheit. Also, ich muss sagen, Bruderchen, deine Abwesenheit ist dir verziehen. Warum? Weil du kaltes Bier hast. Genau, das ist nee, aber mit Arbeitssicherheit ist es nicht so gut, weißt du? Du gehst leider, hast da kaltes Bier. Ja, okay. Prost! Auf die innere Balance. Also Arbeitssicherheit und Bier sind zwei Sachen, die vertragen sich nicht. Das ist wie Feuerlöschen mit Benzin. Was, nicht auf Ex? Oh Mann, ey. Schwächeln ja jetzt schon.